Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittier. Und hier heute in der Episode 177 möchte ich mit euch über die 7 Geheimnisse einer glücklichen Ehe sprechen oder über die 4 apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung. Ja, ich bin ein begeisterter Fan von Mr. Gottman. John Gottman und seine Frau Julie beschäftigen sich schon seit sehr langer Zeit. Er ist US-amerikanischer Psychologe und emeritierter Professor für Psychologie an der University of Washington. Und er hat sich vor allem mit dem Thema Beziehungsanalyse und Ehestabilität beschäftigt. Und ich weiß noch, wie heute Gerald Hüther gab mal den Hinweis, versuchen Sie mal einen Vormittag in Ihrer Paarbeziehung, versuchen Sie es mal am Wochenende, ohne dass Sie sich belehren oder kritisieren, einen Vormittag zu verbringen. Und das fand ich so spannend. Und in der Akademie, in meiner Online-Akademie, haben wir ja auch eine der 8 Themen, ist Partnerschaft und Beziehung. Und ich fasse ja auch in Blitzbook wichtige Bücher zusammen, und da ist natürlich das Buch von Gottman, die 7 Geheimnisse einer glücklichen Ehe, ja, schon fast zwingend notwendig. Und das Spannende finde ich, und deswegen ist ja auch immer die Frage, woran erkenne ich, dass meine Beziehung, ich sag mal, gefährdet ist, woran erkenne ich, dass meine Beziehung, meine Partnerschaft in eine unglückliche Richtung läuft. Und das Wichtige ist ja, das früh genug zu erkennen. Das ist ja nicht nur in Kundenbeziehungen so, sondern gerade in dem Thema Partnerschaft. Und deswegen war es mir heute ein Bedürfnis, das einfach mal mit euch hier zu reflektieren. Also Gottman sagt, er kann schon in der Kommunikation mit Paaren relativ schnell erkennen, ob diese Beziehung noch eine Chance hat oder ob die auf dem absteigenden Ast sich befindet. Und er sagt, unglücklich instabile Partnerschaften erkennt er daran, dass es ein deutliches Überwiegen von negativen Interaktionen gibt. Und er sagt, gesund ist ein Verhältnis von 5:1. Also das heißt, auf einen Vorwurf müssen mindestens 5 positive Interaktionen erfolgen. Also deswegen, wenn du jetzt hier zuhörst und du darüber nachdenkst, dass du deinen Partner heute schon kritisiert hast oder belehrt hast, dann ist es an der Zeit, mindestens dir 5 Dinge zu überlegen, was du an ihm schätzt und was du an ihm toll findest. Ja, und die apokalyptischen Reiter, von denen Gottman spricht, ja, das benennt er auch die Kommunikationssünden in seinem Buch einer Ehe oder einer intimen Beziehung. Und er sagt, dass die das dauerhaft ruinieren und ja eben zur Trennung des Paares am Ende führen können. Und als Erster führt er an Kritik. Jetzt darf man natürlich auch ein Feedback geben dem Partner, auch mal kritisieren. Aber er sagt, wenn dieses Feedback geprägt ist von Schuldzuweisungen, Anklagen, die ihren Höhepunkt in einer generellen Verurteilung der Person des Partners finden, sagt er, dann ist absolute Obacht geboten. Also Kritik, Schuldzuweisungen, Anklagen, so eine generelle Verurteilung, also so Verallgemeinerung. Du machst immer, nie achtest du darauf. Ne? Und wir haben ja bald wieder den Muttertag. Noch nie hast du an diesen Tag gedacht, ja. Das Zweite ist, sagt er, dass was dann zu beobachten ist, ist Abwehr, Verteidigung, Rechtfertigung und Verleugnung des eigenen Anteils, die den Konflikt aufrechterhalten. Das heißt, ich erfahre jetzt Kritik oder bekomme Feedback und das wehre ich vehement ab mit einer Rechtfertigung und verleugne, dass ich selber irgendeinen Anteil an der Sache habe. Und wir wissen ja, dass wenn wir Teil eines Systems sind, wir immer auch einen Anteil an den Aktionen innerhalb des Systems Familie, Beziehung haben. Ja. Und das Dritte ist Verachtung und Geringschätzung des Partners. Ja, wer noch die Filme von Ekel Alfred kennen, die Alte, der Alte, mein Alter, der Typ, der Olle, ja,
Also dieses Verachtende und Geringschätzen des Partners, der kriegt ja eh nichts hin, der hat keinen Plan. Ja. Das ist der dritte apokalyptische Reiter. Und ich hoffe, wenn du hier zuhörst auf dem Laufband, im Wald, im Auto, beim Reiten oder beim Joggen, egal wo, dass dich schon ein bisschen nachdenklich machen darf. Aber auch die Aufforderung, wenn du eine Richtung erkennst, wo einer dieser vier apokalyptischen Reiter am Werk sind, dann früh genug aufzuwachen, hinzugucken und zu sagen, hoppla, ich glaube, das hier läuft in eine falsche Richtung. Und jetzt interessiert dich natürlich sicherlich der vierte apokalyptische Reiter und das ist Mauernrückzug aus der Kommunikation, unter anderem durch Schweigen. Also ich sage einfach nichts mehr, es ist mir egal. Ja? Und die Demonstration der eigenen Macht, beschreibt Gottman, wird vermutlich auf allen Stufen dieses Isolations- und Trennungsprozesses eingesetzt. Sie wird gelegentlich so von Bascas als fünfter Reiter bezeichnet. Also das heißt, jetzt zeige ich mal, wie machtvoll ich bin. Wer ist denn hier der Herr im Haus? Wer verdient denn hier das Geld? Auch wenn das sich im ersten Augenblick wie Klischees anhört, so erlebe ich doch viele Reflexionen in meinen Coachings und auch Anfragen für Partnerschaftsberatungen, dass genau das der Fall ist. Und ich habe ja gesagt, das Buch von Gottman heißt Die sieben Geheimnisse einer glücklichen Ehe und das möchte ich dir natürlich in diesem Podcast nicht vorenthalten. Ja, Gottman hat aufgrund seiner Beobachtungen und Forschungen eben sieben Grundregeln angegeben, die eine Ehe glücklich machen können. Grundlage sei jedoch die Freundschaft, die das Herz jeder Ehe sei. Ja. Und in seinem Buch illustriert er diese Regeln mit konkreten Vorschlägen und Beispielen, Dialogen. Ja, und schlägt auch passende Übungen vor. Und eine dieser Übungen, nämlich die Partnerlandkarte, die haben wir auch in unsere Akademie eingebaut. Das ist so das erste Geheimnis, nämlich wie gut kenne ich die Bedürfnisse, die Wünsche, die Erfahrungen. Wie gut kenne ich meinen Partner im übertragenen Sinne? Und deswegen ist das erste Geheimnis, bringe die Partnerlandkarte auf den neuesten Stand. Und die Übung, die ist sehr spannend. Man überlegt sich viele Fragen, unter anderem, was ist der peinlichste Moment in deinem Leben? Was ist der glücklichste Moment in deinem Leben? Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist deine Lieblingsspeise? Und viele, viele andere Fragen. Und ich weiß noch, als meine Frau und ich mit dieser Übung gemacht haben, bis nachts um zwei, herzlich gelacht, waren erstaunt, aber haben auch gemerkt, wie gut diese Übung uns auch getan hat. Und das zweite ist, ja, pflegen Sie Zuneigung und Bewunderung füreinander. Und das Thema Wunder ist ja auch eine der super Ressourcen und dieses, ja, wie heißt es so schön, Liebe, heißt das so sein, das anderen zu wollen? Ja, und auch sich immer wieder bewusst zu machen, durch unsere Partnerschaft entsteht ein Raum, den es so nicht gäbe. Und das auch zu pflegen. Und auch jetzt mal hier beim Zuhören drüber nachzudenken, wann habe ich denn meine Zuneigung und auch Bewunderung zum Ausdruck gebracht zum letzten Mal? Und wenn, dann echt. Ja. Das dritte Geheimnis, das er beschreibt, heißt, wenden Sie sich einander zu und nicht voneinander ab. Also immer wieder auf den anderen zugehen, immer wieder auch sich bewusst zu werden. Nur wenn wir aufeinander zugehen, können wir auch einen Raum darstellen, einen Raum öffnen, den es ohne uns beide nicht gäbe. Und aufeinander zugehen heißt auch mal, ja, nicht immer nur Recht haben wollen, sondern auch bereit sein, sich auszutauschen. Ja, und auch mal die kleinen Macken und Fehler des anderen eben nicht so persönlich zu nehmen. Und ich stelle das auch fest in meinen Coachings und im Feedback von unseren Akademie-Usern, die eben sagen, ja, wenn wir uns beide mit unserer Persönlichkeit auseinandersetzen, wenn wir beide bereit sind, uns auch persönlich weiterzuentwickeln, dann bekommen wir auch so ein Stück Gelassenheit und auch Reife, um uns auf Erwachsenenebene eben einander zuzuwenden.
Das vierte ist, lassen Sie sich von Ihrem Partner beeinflussen. Und das meint Gottman im positiven Sinne. Also lass dich einladen zu einem Perspektivwechsel. Lass dich einladen, mal die Dinge anders zu sehen. Ja. Und das ist ja genau der Raum, den ich beschreibe. Ich finde den Satz so toll. Durch diese Beziehung entsteht ein Raum, den es ohne die beiden Partner nie gegeben hätte. Und das nächste, das sagt er, lösen Sie Ihre lösbaren Probleme. Also wenn es Probleme gibt, wenn es Misstrauen gibt, wenn es Kritik gibt und sei es nur über die so legendäre böse Schwiegermutter, miteinander ins Reine zu kommen. Wie schaffen wir eine Situation, mit der wir beide leben können? Das nennt man eine Lösung. Und dazu passt natürlich dann auch der sechste Punkt, nämlich überwinden Sie Pattsituationen. Also das heißt, wie schaffen Sie es, wenn ja, es keine Möglichkeit gibt, im ersten Augenblick fahren wir jetzt dieses Jahr im Urlaub nach Spanien oder nach Stockholm, ja, dann mal zu überlegen, wie kann man solche Pattsituationen auflösen und rund bekommen. Und das letzte, das siebte, schaffen Sie einen gemeinsamen Sinn. Und ich finde es sehr schön, dass ich in der Beziehung mit meiner Frau immer wieder Situationen geschaffen haben, wo wir einen gemeinsamen Sinn definiert und neu gefunden haben. Und wir machen das derzeit, indem wir immer wieder bereit sind, Bereitschaftspflege zu übernehmen für Kinder, die ansonsten ins Heim müssen, bevor sie ein neues Zuhause gefunden haben. Und ich merke, wie dieser gemeinsame Sinn uns zusammenführt. Und deswegen am Ende die Frage, auf was willst du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin am Ende deines Lebens glücklich, zufrieden zurückblicken? Und was willst du heute dafür tun, dass du sagst, es war nicht nur ein gelungenes und ein gelingendes Leben, sondern auch eine gelingende und bereichernde Partnerschaft? Und deswegen freue ich mich, diesen Podcast für dich heute gesprochen zu haben. Einfach als Wachrüttler, einfach als Alltagsbreak, um zu sagen, oft ist es so, dass wir unsere Beziehung erleben wie ein Perpetuum mobile, einmal angeschoben, schließlich sind wir ja verheiratet, aber es will jeden Tag gepflegt werden und jeden Tag auf neue sich immer wieder bewusst werden, es gibt da einen Raum, den wir nur schaffen können, wenn wir ihn gemeinsam gestalten. Und Liebe heißt das So-Sein, des anderen zu wollen. Ich wünsche dir eine tolle Beziehung. Ich wünsche dir, dass du in deinem Leben am Ende sagen kannst, es war mir vergönnt, eine gelingende Beziehung, eine liebevolle Beziehung zu leben, in der jeder so sein durfte, wie er war und weil das genauso richtig war. Dein Martin Wittier.